Eine Stadt voller deutschen Namen. Das ist seltsam. Achso, jetzt muss ich hier auch noch einbrechen, oder was? Okay. Das ging leichter als erwartet. Oh, da wurden wir gerade gesehen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Sterbt, Grelot, sterbt! Lesen. Ein Tanz im Feuer, Band 3. Okay. Ich werde mal hier durchblättern. Vielleicht kann man einfach mal auf Pause drücken und die Bücher selber lesen, wenn man Bock hat. Das ist schon sehr viel Stoff. Sehr viel Stoff. Oha. Zum Glück lese ich die Bücher nicht einzeln durch. Das würde ja schon eine Folge dauern, um dieses Buch hier durchzulesen. Alter Schwede. Oha. Und es geht immer weiter. Immer weiter. Hat das Buch mal ein Ende? Die sind noch krank, die Leute, ne? Die das Spiel hier programmiert haben. Oh, kleiner Heiltrank. Stiefelkleidung. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Ich bin so unglaublich müde. Bitte, wie lange denn noch? Ich bete und bete, Mutter der Nacht. Warum erhört ihr mich nicht? Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden okay, der Unwürdigen kleiner Grafikbug. Blut und Furcht getauft werden. Ich bin hier, Kleiner. Endlich! Meine Gebete wurden erhört. Ist alles in Ordnung? Es hat geklappt. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Ich wusste es einfach. Ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Immer und immer wieder. Mit der Leiche und dem Ding. Und da seid ihr! Ein Meuchelmörder der dunklen Bruderschaft. Nicht ganz. Ja, natürlich, das schwarze Sakrament und so. Es hat so lange gedauert. So unglaublich lange. Aber jetzt seid ihr ja hier und könnt meinen Auftrag annehmen. Welchen Auftrag? Meine Mutter, sie ist gestorben. Ich bin jetzt ganz allein. Sie haben mich in dieses schreckliche Waisenheim in Rifthorn geschickt. Ehrenhall. Die Heimleiterin ist eine böse, grausame Frau. Sie nennen sie Grelot, die Gütige. Aber sie ist nicht gütig. Sie ist grauenhaft. Uns allen gegenüber. Also bin ich weggelaufen. Wieder nach Hause. Und ich habe das schwarze Sakrament durchgeführt. Und jetzt seid ihr da und könnt Grelot, die Gütige, töten. Okay, du bist zwar ein bisschen krank, aber ich mach das, ja? Ein Menschenherz. Constance Michel nicht. Sie ist nämlich wirklich Menschenherz. Ein Kuss, liebste Mutter. Du willst also die dunkle Bruderschaft herbeirufen? Oh, das werde ich jetzt nicht durchlesen. Oh, doch, 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 das geht. Du willst also die dunkle Bruderschaft herbeirufen? Du wünschst eines anderen Tod? Bete, Kind, bete. Und lasse die Mutter der Macht deine Bitte erhören. Du musst das Götter... Was? Du musst das gottloseste aller Rituale durchführen, das schwarze Sakrament. Forme ein Abbild des geplanten Opfers aus echten Körperteilen, darunter einem Herzen und einem Schädel, einem Knochen und Fleisch. Errichte Herzenskürzel um das Abbild herum. Dann beginne mit dem Ritual. Steche mehrmals mit einem Dolch, der mit dem Blütenblatt einer Trollkirschen abgerieben wurde und auf das Abbild eines der Flüsternden diese Gebete. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut durch Furcht getauft werden. Dann warte, Kind, denn der Schreckensvater Sithis belohnt die Geduldigen. Ein Vertreter der dunklen Bruderschaft wird dich aufsuchen. Und so beginnt ein Kontakt mit dem Blut besiegelt. Okay, das ist krank. Nehme ich mit. Kranke Sachen gefallen mir. Sorry.
Ich glaube, dem geht's nicht mehr so gut. Hm, der sollte mal was essen, der Junge. Oh, da ist ja noch was. Käse, Ziegenbein, noch... Was ist das? Meister Aventuro Arentino. Jarl Ulfric Sturmmantel sendet euch sein tiefstes Beileid zur Tod eurer Mutter Nalia. Unglücklicherweise kann er euch der Jarl nicht unbeaufsichtigt in eurem Heim belassen, da ihr vaterlos und ohne andere bekannte Verwandte seid. Daher werdet ihr aufgefordert, euch innerhalb der nächsten Woche beim Waisenhaus Ehrenhalt in Riften zu melden, wo ihr bis zu eurem 16. Lebensjahr verbleiben werdet. Die Aventurresistenz in Windhelm wird natürlich in eurem Besitz bleiben. Das Gebäude wird abgesichert und in 6 Jahren für eure Rückkehr bereit sein. Ich bin mir über das Maß an Bildung, das euch eure verstorbene Mutter vermittelte, nicht im Klaren und weiß nicht, ob ihr diesen Brief zu lesen vermögt. Daher wird ein Vertreter der Stadtwache sich in einer Woche bei euch zu Hause melden und euch zum Waisenhaus begleiten. Hoffentlich wird seine Ankunft dann keine absolute Überraschung für euch sein. Mit größtem Respekt, Jorleif, Vogt unseres edlen Jarls Ulfric. Achso. Ich dachte schon, er muss alleine dahin gehen. So, dann begeben wir uns mal nach Riften. So, da können wir eigentlich mal wieder mit der Kutsche fahren, oder? Muss er einmal quer durchs Land oder was? Wo war nochmal Riften? Oder war es rechts? Ich weiß nicht mehr ganz, wo Riften war. Ich glaube, das war hier. Ah, okay. Ja, ein ganz schönes Stück ist da schon, was er da latschen muss, ne? So, Stelle von Windhelm. Aber wenn wir jetzt direkt mal zu den Stellen von Windhelm reisen und dann direkt nach Riften weiter, um uns dann unsere Aufgabe zu entledigen. Und diese alte Schabracke töten. So, wir sind jetzt hier im Stall. Aber wo ist jetzt... Ach da, da ist die Kutsche. Was bist du für Nazi da? Ich hoffe, wir werden uns eines Tages besser kennenlernen. Ich hoffe nicht. Seid ihr besorgt wegen der Drachen? Mein Papa hat immer gesagt, dass man sich nicht um Dinge Sorgen machen soll, die man sowieso nicht ändern kann. Wenn es das Schicksal so will, dass ein Drache mein Leben beendet, dann soll es so sein. Bis dahin lebe ich mein Leben so, wie ich es will. Klingt gut. Kann ich ein Pferd kaufen? Ihr könnt es kaufen, wenn ihr das nötige Geld habt. Wie teuer ist so ein Pferd? 1000 Goldstücke. Kannst mich im Arsch stecken, Alter. So, ich habe ihm noch gar nicht gesagt, wo ich hin will, ne? Gut, dann steigen wir mal wieder aus. Da, da ist er. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt... Wohin soll's gehen? Ich möchte nach Riften, bitte. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Und ab dafür. Wenn ihr noch nie in Rifton wart, besucht auf jeden Fall die Schwarzdornbrauerei. Nach ein paar Bechern habt ihr... So, Riften. Wo ist denn der Eingang? Ach, da hinten. Oh, hi Lydia. Oh, hier muss ich durch. Hä? Ist da oben der Eingang? Das wage ich aber irgendwie zu bezweifeln. Was? Wieso soll ich da rein? Oh, kann ich da rüber springen? Moment. So. Na, komm schon. Was? Das hätte ich ja wohl treffen müssen. Warte, einen Versuch muss ich noch haben.
So, gleich nochmal. Ich weiß zwar nicht, wie Lydia dann reinkommen soll, aber ist für mir ja egal. Und spring. Nee, man kann da nicht rüberspringen. Gut. Dann müssen wir ein Haupttor suchen. Sonst kann ich mir nämlich nicht vorstellen, wie wir da irgendwo hinkommen können. Stehen bleiben. Ehe ich euch nach Refton lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Besuchs was? Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Weil es Erpressung ist? Also gut. Nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ja. Ich lasse euch ja schon rein. Moment, ich öffne eben das Tor. Was bist du denn für ein Spasti, ey? Besuchssteuer. Du bist mir auch einer. Willkommen in Refton, Heimat der Diebesgilde. So hätten sie es zumindest gern. Okay. So, Riften entdeckt. Seid vorsichtig, Mjoll. Maven Schwarzdorn hat bei der Diebesgilde großen Einfluss. Wenn sie nur einmal mit den Fingern schnippt, landet ihr womöglich im Gefängnis von Rifton. Oder Schlimmeres. Sie sind der Grund, weshalb ich hier bin. Ich kann sie nicht einfach ignorieren, Erin. Ich weiß. Ich will nur nicht, dass ihr geht. Ihr seid das einzig Gute, was dieser Stadt seit langem widerfahren ist. Ihr stammt auch nicht von hier, was? Nein, nicht wirklich. Ich bin schon als Abenteurerin in Tamriel unterwegs, seit ich als junges Mädchen so gerade eben mein Schwert schwingen konnte. Meine Reisen führten mich von Hochfels nach Valenwald, von Elsweyr nach Morrowind und an alle Orte entlang des Weges. Warum seid ihr dann hier? Vor vielen Jahren verlor ich mein Schwert, Düsterklinge, in einer Dwemer-Ruine. Für mich ein Zeichen, dass ich mit der Suche nach Reichtum meine Zeit vergeudete. Wir beide ähneln uns. Wir suchen Herausforderungen und große Belohnungen. Doch da hören die Gemeinsamkeiten für mich auch schon auf. Denn ihr wisst, Rifton ist meine große Bestie, die ich töten will. Und meine Belohnung ist Dankbarkeit und Vertrauen. Okay. Erzähl mir etwas über die Familie des Schwarzdorns. Maven Schwarzdorn, das weibliche Oberhaupt der Familie, steht für alles, was mit dieser Stadt nicht stimmt. Sie hat unzählige Amtsträger bestochen, besitzt Freunde in der Kaiserstadt und pflegt Umgang mit der Diebesgilde. Ich habe alles versucht, Riftons Bürger vor ihrer Familie zu schützen. Leider vergebens. Wer gehört noch zur Familie? Nun, da wäre Ingun Schwarzdorn, Mavens Tochter. Ein seltsames Mädchen. Sie verbringt ihre Zeit gerne im Eldrims Elixiere und arbeitet an ihren Alchemiekünsten. Dann ist da noch Hemming, Mavens Sohn. Ein verhätscheltes Balg und Erbe ihres Imperiums. Er folgt ihr so, wie ein treues Hündchen seiner Herren folgt. Und schließlich Sebi, der Schlimmste von allen. Er sitzt wegen Mordes im Gefängnis von Rifton. Das ist ja nicht so gut. Erzähl mir etwas über Rifton und die Diebesgilde. Wie können Leute, die einander wegen einer Goldmünze verraten würden, zur gleichen Gruppe gehören? Das sind die Schlimmsten. Selbst die dunkle Bruderschaft hält sich an strenge Regeln, an Traditionen. Diese Diebe sind einfach nur Gesindel. Was meint ihr? Ich hoffe, ich kann mich bei Ihnen anschließen. Ihr enttäuscht mich. Ich hätte erwartet, dass jemand, der nicht aus Rifton stammt, anders wäre. Doch es scheint, als kenne die Korruption keine Grenzen. Dann amüsiert euch gut in der Stadt. Sie wird prächtig zu euch passen. Danke.